Hallo, ich bin Daniel von Move36 und heute wird sportlich bei mir, denn wir haben in der nächsten Ausgabe der Move36 ein Interview mit der YouTuberin Bodykiss, die ganz viele Ernährungs- und Sporttipps gibt. Und ich frage jetzt einfach mal die Fuldaer Jugendlichen, was sie so vom Thema Fitness halten und wie wichtig ihnen das ist. Viel Spaß! Eigentlich schon ganz, also relativ wichtig, muss ich sagen, weil ich das so als Ausgleich nutze. Ich bin ja Studentin und sitze deswegen den ganzen Tag nur in der Uni und mache nichts. Und dann brauche ich einfach so abends auch ein bisschen Bewegung. Ja, wichtig schon. Man kann es halt nicht immer ausüben. Ich gehe schwimmen. Das ist das, was ich mache. Fitnessstudio ist nichts für mich. Habe ich schon gemacht. Mag ich nicht. Ja, man sollte halt schon darauf achten, dass man regelmäßig Fitness macht. Also ich bin jetzt auch nicht so der Fitness-Typ, aber auch zum Beispiel den Körper machen ist schon wichtig. Man fühlt sich ja auch ausgelasteter, man ist ausgelastet, man fühlt sich fitter, man schafft mehr. Das ist ein guter Ausgleich zum Alltag, finde ich jetzt. Okay. Ja, auch so nach der Arbeit mal ein bisschen laufen gehen oder so. Ich denke, das ist schon ein ganz guter Ausgleich, auch um Stress abzubauen vielleicht, dass man einfach gut drauf ist wieder. Ja. Fühlt ihr euch unter Druck gesetzt irgendwie? Also macht ihr das, weil ihr das für eure Gesundheit machen wollt oder weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst gut aussehen sozusagen? Beides so ein bisschen, weil in der Gesellschaft kommt das ja immer mehr mit Fitness hier und Fitness da, ne? Da will man ja auch nicht so die sein, die das nicht macht. Ja, ich würde sagen, es ist gerade bei uns Frauen eigentlich immer beides, oder? Mhm. Weil so gerade durch die moderne Gesellschaft ist immer so der Druck, du musst möglichst gut aussehen und im Moment ist ja eben so dieses praktisch so skinny fit ist ja jetzt so voll im Trend, so möglichst sportlich, möglichst schlank. Ja. Deswegen denke ich, ist es eigentlich bei uns Frauen immer auch so ein bisschen so, ja, dann sehe ich auch besser aus. Ich denke halt, das ist jetzt auch so ein neuer Trend geworden. Gerade durch die sozialen Medien wird das so ein bisschen auch gepusht, sage ich mal. Und ich mache es nicht für andere, sondern einfach für mein eigenes Wohlbefinden. Also bei mir selber geht es jetzt. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz okay, weil ich mich da auch nicht so sehr von beeinflussen lasse. Aber ich merke das zum Beispiel bei meiner kleinen Schwester, die ist 13. Und da so bei den jungen Leuten ist der Druck noch mal viel größer, weil dann so, und ich will aussehen wie die YouTuberin und ich will aussehen wie das. Und also die macht sich da eindeutig mehr Druck als ich. Also wenn ich da jetzt Lust drauf habe, mache ich Fitness, aber wenn ich keinen Bock drauf habe, weil der Tag zu anstrengend war, mache ich es nicht. Also ich fühle mich ja jetzt nicht irgendwie gezwungenermaßen, dass ich jetzt ein Sixpack haben muss oder irgend sowas. Also finde ich jetzt nicht vonnöten. Geht mir genauso. Also ich sehe da auch kein Vorbild oder so. Also dass ich da irgendjemand nacheifere oder, ja, brauche ich nicht. Also Fitness ist für die meisten ein wichtiges Thema, aber unter Druck setzen lassen möchten sich die meisten nicht. Bei einigen passiert es dann aber trotzdem. Das war's von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.